In der EU sind bisher 3 Impfstoffe zugelassen. Die 2 mRNA-Impfstoffe der Pharmakooperation BioNTech-Pfizer und der Firma Moderna sowie der Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Alle 3 Impfstoffe haben eine hohe Verträglichkeit und Wirksamkeit. Und alle zielen auf das Spike-Protein, das Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus ab, gegen das bei einer natürlichen Infektion unter anderem ja auch Antikörper gebildet werden. Mittlerweile im Laufe der Pandemie haben sich nun Virusvarianten entwickelt, die der Lage sind, teilweise dieser Immunantwort zu entkommen, also eine sogenannte Immune Escape. Und das scheint vor allem an solch erworbenen Mutationen zu liegen, die das Spike-Protein betreffen. Die Mutation E484K, die zuerst bei der Variante B1351 in Südafrika entdeckt wurde und nun aber auch in anderen Varianten auftritt, scheint ein partielles Entkommen der Immunantwort zu ermöglichen. Die Wirksamkeit der Impfstoffe wird durch diese Mutation abgeschwächt, wenn auch überhaupt nicht ausgehebelt. Es muss also damit gerechnet werden, dass im Laufe der Zeit weitere Mutationen im Zuge der Virusevolution auftreten und entstehen werden. Und wir wollen jetzt heute hier in diesem Pressbriefing besprechen, welche Konzepte Impfstoffforschende und Hersteller bereits verfolgen, um dieser zu erwartenden Entwicklung entgegenzuwirken. Wie üblich können Sie ab jetzt schon gerne Ihre Fragen an die hier teilnehmenden Expertinnen stellen, und zwar über die Chat-Funktion. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Fragen an alle Teilnehmenden stellen, damit meinen Kollegen mir diese hier auch weiterreichen können und damit wir sie auch an die Experten weiterleiten können. Ich möchte heute beginnen mit Frau Professor Dr. Marilyn Addo. Sie ist Leiterin der Sektion Infektiologie am Zentrum für Innere Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und sie ist auch in der Impfstoffforschung aktiv und vor allem an Vektorimpfstoffen forscht sie. Und Frau Addo, wie kann sich die Impfstoffforschung in den Beobachtungen und zur Erwartung Veränderungen des SARS-CoV-2-Virus denn in Zukunft anpassen? Welche Konzepte gibt es jetzt vor allem auch bei den Vektorimpfstoffen? Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier dabei sein zu können heute. Und Sie hatten ja eben schon ganz schön die Landschaft irgendwie klargelegt. Wo sind wir denn jetzt gerade? Und ich finde, die Timelines sagen uns natürlich schon auch, was möglich ist. Also wenn wir nochmal uns zurückbesinnen auf das letzte Jahr, 11. Januar, wurde die Sequenz des neuen Erregers bekannt. Und am 16. März wurde die erste Person geimpft mit einem mRNA-Impfstoff zu dieser Zeit. Also das zeigt uns schon, was sind denn eigentlich so die Timelines, in denen wir reagieren können. Also wir haben dann binnen eines Jahres 3 zugelassen, oder jetzt zumindest zur jetzigen Zeitpunkt haben wir 3 zugelassene Impfstoffe. Das ist schon großartig und würde gerne auch nochmal dafür die Lanze erheben, weil in den doch zum Teil negativ geführten Debatten derzeit um Impfstoffverteilung und wer hat wann zu wenig gekauft, geht es oft verloren, dass wir wirklich eigentlich jeden Tag wieder neue Erfolge zu feiern haben. Und Herr Schein wird da sicherlich auch gleich noch zu berichten, zu schon publizierten oder jetzt vorpublizierten Daten aus von dem Impfstoff, der von BioNTech Pfizer entwickelt wird. Wir haben halt jetzt mit diesen Impfstoffplattformen gute Tools, mit denen wir jetzt auch reagieren können auf Veränderungen, die sich halt im Zuge der Virusevolution halt ergeben haben. Diese Plattformen sind ja im Grunde genommen sehr gut adaptierbar, die einen schneller als die anderen. Herr Schein kann zu den RNA-Impfstoffen sicherlich gleich noch exzellenter sprechen, weil er da ganz eng dran ist. Aber es handelt sich ja bei Vektorimpfstoffen um Impfstoffe, die einen viralen Vektor haben und ein Insert. Dieses Insert kann man molekularbiologisch halt verändern, im Grunde genommen halt dann das Gewünschte da reinbauen. Das haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, als die Sequenz verfügbar war. Jetzt haben wir neue Sequenzen und neue Virusvarianten, auf die reagiert werden müssen. Und diese verschiedenen virale Vektorplattformen, AstraZeneca benutzt ein Schimpansen-Adenovirus, Johnson & Johnson ein Adenovirus 26, die können adaptiert werden. Also es kann ein neuer Impfstoff gebaut werden und der muss dann halt nochmal wieder GMP produziert werden. Dieses Verfahren wird bei den verschiedenen Impfstoffen unterschiedlich lang dauern. Da sind die mRNA-Impfstoffe sicherlich mit kürzeren Timelines. Und Herr Zichotek, wenn er es schafft, sich einzuwählen, kann sicherlich auch noch etwas sagen darüber, wie das dann regulatorisch vonstatten gehen kann. Weil wir wollen natürlich nicht jetzt alle Impfstoffe wieder durch die Phase 1 bis 3
Nudeln, wenn ich das mal so sagen darf, halt eher uns das vorstellen, was wir auch bei Grippeimpfstoffen machen, die wir ja auch jedes Jahr wieder neu anpassen müssen an die aktuellen Veränderungen. Also insofern sind wir in einer Situation, wo wir doch sehr gut zumindest jetzt das begleiten und beobachten, was sich im Zuge der Virusevolution tut mit den verschiedenen Varianten. Momentan machen uns ja drei Sorgen und zwei besonders, was die Immunantwort angeht. Aber auch wir werden auch wahrscheinlich noch weitere Mutationen oder Varianten bekommen, solange wir hohes Infektionsgeschehen haben in der Welt. Aber wir haben gute Tools, darauf zu antworten. Ich würde dann vielleicht hier mal stoppen und beantworte gerne Fragen später. Ja, ich würde aber Sie direkt nachfragen, solange die anderen beiden Expertinnen hier noch Probleme haben, sich zuzuschalten. Wie schnell könnte man denn so eine Anpassung jetzt vollziehen? Also wie lange dauert das, bis man diesen neuen Vektor hergestellt hat? Also für mRNA-Impfstoffe geht man ja von 6 Wochen aus, dass ein neuer Impfstoff quasi generiert werden kann. Dieses Konstrukt zu bauen, dauert auch nicht lange in viralen Vektorimpfstoffen, aber das sind natürlich Viren, die gezüchtet werden müssen und GMP produziert werden müssen. Da ist man wahrscheinlich eher in Monaten unterwegs. Ich bin selber kein Impfstoffhersteller, aber ich würde sagen, 2 bis 3 Monate ist wahrscheinlich schon mit regulatorischer Anpassung ist wahrscheinlich eine realistische Timeline. Aber die verschiedenen Impfstoffentwickler arbeiten ja bereits an neuen Varianten. Und wissen Sie, Frau Addo, wer wann entscheidet, wann so eine Anpassung nötig wird? Ja, also wir sind ja momentan noch in einer Phase, wo wir alle sehr viel lernen. Also jeden Tag ist ja ein neuer Erkenntnisgewinn im Grunde genommen. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen Daten aus In-vitro-Experimenten gesehen, mit verschiedenen Modellen, also entweder mit Pseudoviren oder auch konstruierten Viren, wo man halt entweder rekonvaleszenten Plasma oder auch Plasma von Geimpften in vitro getestet hat. Es gibt jetzt die ersten Daten aus klinischen Studien, die halt in Gegenden durchgeführt wurden, wo diese Variants of Concern unterwegs sind. Also wir sprechen jetzt speziell für Südafrika, auch über Südafrika. Und diese Daten müssen wir jetzt beobachten, dann bewerten und versuchen zügig darauf zu reagieren. Es sind schon die ersten Impfstoffe in der Konstruktion, sage ich mal so, und da kann Herr Rhein gleich auch noch mal was zu sagen, aber auch hallo, Klaus. Ich höre aber nichts. Und das ist okay. Ich höre nichts und sehe nichts, weiß nicht, ob das anderen besser geht. Ja, also insofern, wer jetzt sagt, so dieser muss jetzt zugelassen werden, da gibt es ja noch keine Evidenz zu, wir müssen die Evidenz jetzt sammeln und bewerten. Auch aus diesen weiteren klinischen Prüfungen. Und dann werden die verschiedenen Entwickler loslaufen und diese angepasste Impfstoffe, sollte sie notwendig werden, halt entwickeln. Wie gesagt, das hat jetzt schon begonnen. Ja. Herr Shahin. Ich möchte Sie vorstellen. Professor Shahin ist Vorstandsvorsitzender bei BioNTech in Mainz. Sie sind an der Entwicklung oder Sie haben an der Entwicklung von dem BioNTech-Impfstoff BNT162b2 beteiligt. Und vielleicht möchte ich das hier einmal kurz vorwegnehmen. BioNTech oder als CEO von BioNTech, einem börsennotierten Unternehmen, wird es ja scheinbar nicht möglich sein, über unveröffentlichte
Der Impfstoff BNT162b2 hat in klinischen Studien eine sehr hohe Wirksamkeit erzielt und erste vorläufige Erkenntnisse aus Israel und Großbritannien deuten ja nun auch darauf hin, dass der Covid-Impfstoff womöglich auch Ansteckung von Geimpften drastisch reduzieren kann. An welchen Konzepten arbeiten Sie denn derzeit, um wirksame und sichere Coronavirus-Impfstoffe der nächsten Generation zu entwickeln, auch im Hinblick auf zu erwartende Escape-Mutationen? Und wie ist da so der aktuelle Stand im Labor? Gibt es da schon klinische Prüfungen, die angelaufen sind? Und genau, geben Sie uns doch mal einen Überblick. Ja, also wenn ich vielleicht allgemein anfange, weil wir glaube ich, auch in der Bevölkerung verschiedene Themen mischen. Wir haben auf der einen Seite die Variante B117, die UK-Variante. Da ist die Hauptproblematik gar nicht, dass diese Variante schlechter durch die existierenden Impfstoffe neutralisiert wird, sondern da ist einfach die Hauptproblematik, dass sie scheinbar eine höhere Infektiosität hat und im Hintergrund trotz Lockdown-Aspekte weiter eben zunehmend ist. Und die wichtigste Maßnahme, die wir dafür machen können, ist eben die Lockdown-Maßnahmen nochmal zu präzisieren und uns zu schauen, wie wir zusätzliche Infektionen reduzieren können, bis ausreichend Personen geimpft sind. Also da geht es wirklich darum, um den Supply mit den Impfstoffen, die jetzt verfügbar sind, der Moderna, AstraZeneca-Impfstoff, unser Impfstoff und vielleicht die nächsten Impfstoffe, die kommen. Das ist wirklich das Allerwichtigste für die nächsten Monate. Dann gibt es Varianten, wie zum Beispiel die südafrikanische Variante, bei denen scheinbar einige Impfstoffe nicht mehr ausreichend Schutz bieten oder einen geringeren Schutz bieten. Wir selbst haben bisher dafür noch keine Real-World-Daten, können also dazu noch keine Stellung nehmen, aber wir wissen, dass wir mit unserem Impfstoff auch im Labor ausreichend Neutralisation auch gegen diese Variante haben, auch wenn die Neutralisationstäter Faktor 3 reduziert sind, glauben wir, dass gerade der Mechanismus des Impfstoffes sehr hohe Neutralisationstäter per se, ja, plus eine weitere Schutzschicht, die durch sogenannte T-Zell-Antworten gebracht wird, dass wir dadurch uns erwarten, dass der Impfstoff auch hier ausreichend wirksam sein würde. Aber wir haben noch keine Daten. Ja. Und worum es jetzt geht, und da kann Herr Sichutek sicher viel besser drauf eingehen, ist, dass wir noch keinen Prozess haben, um einfach einen neuen Impfstoff wieder in den Verkehr zu bringen. Dafür braucht es eben halt klinische Studien, und darauf gehe ich jetzt erstmal gar nicht ein, weil Herr Sichutek das machen kann. Was wir machen, was wir als Forscher machen, ist, dass wir ständig für die neuen Varianten dann im Labor synthetisieren, in sogenannte Pseudovirus-Neutralisationstests oder Virus-Neutralisationstests. Und dann überprüfen wir, ob Seren, die eben durch Immunisierung mit unserem Impfstoff generiert worden sind, ob die noch in der Lage sind, diese neuen Spike-Proteine zu erkennen und auch zu die Pseudoviren oder die rekombinanten echten Viren zu ausreichend zu neutralisieren. Das ist das, was wir machen. Das haben wir jetzt mittlerweile über 25 Varianten getestet und immer wieder publiziert. Die Daten sind also publik. Wir sehen, dass wir die brasilianische Variante gut adressieren können. Wir sehen, dass wir die UK-Variante sehr gut neutralisiert wird. Wir sehen gewisse Abstriche bei der südafrikanischen Variante. Aber auch da ist es so, je höher der Antikörpertäter ist, der induziert worden ist, umso besser wirkt der Wirkstoff.
Und womit wir uns momentan beschäftigen, ist, dass wir eben ein Studienkonzept erarbeitet haben, welches wir mit EMA und mit der FDA geteilt haben. Und das wird momentan diskutiert, um einen sogenannten Wechsel ermöglichen zu können. Nicht, weil wir glauben, dass ein Wechsel jetzt dringend notwendig ist. Dafür gibt es keine Entscheidung, sondern dass wir einfach das ermöglichen können. Und da würde ich dann sofort schon wieder weitergehen. Ja, wann würde sich denn entscheiden, wann so ein Wechsel nötig ist? Die Frage kann Herr Psychotech viel besser beantworten. Herr Psychotech, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel in Langen. Wollen Sie vielleicht direkt auf die Frage eingehen? Wenn jetzt Impfstoffe angepasst worden sind, vielleicht bereit wären, wann würde man denn entscheiden, wann dieser Wechsel vollzogen werden wird? Ich möchte, wenn Sie erlauben, nicht auf die Frage eingehen, sondern zunächst die Grundlagen dafür klären. Einmal möchte ich nochmal klarstellen, dass wir bei der Frage der Wirksamkeit der zugelassenen und in Entwicklung befindlichen Impfstoffkandidaten im Moment verschiedene Äußerungen hören. Und da muss sicher sein, dass wir uns verstehen, die richtige Terminologie haben. Wir müssen unterscheiden zwischen Daten zur tatsächlichen Wirksamkeit eines Impfstoffs. Die beziehen sich nämlich darauf, dass man unterscheidet, wie viele geimpfte Personen bekommen Covid trotz Impfung relativ zu einer Gruppe, die dieselben ungefähren Infektionsraten hat bzw. diesen ausgesetzt ist und Covid-Erkrankungen erleidet. Die zweite Vergleichsmöglichkeit sind die neutralisierenden Antikörpertiter, die uns einen indirekten Anhalt über eine mögliche Wirksamkeit geben. Herr Schein hat das gerade erläutert. Vielleicht da nochmal zu den Daten. Also richtig harte Daten haben wir zum Novavax-Impfstoff. Der hat gezeigt, dass er in klinischen Prüfungen 96% gegen herkömmliche Varianten schützt. Und Schutz heißt hier Schutz vor symptomatischer Infektion, das heißt Covid, zu 86% gegenüber der UK-Variante. Das ist ziemlich vergleichbar. Und zu etwa 50% gegenüber der Südafrika-Variante. Das heißt, da ist schon die Wirksamkeit stark abgesenkt. Trotzdem ist aber die Hauptmessage, Impfen mit den bisherigen Impfstoffen ist immer noch besser als Nicht-Impfen. Zu zwei, wichtig ist wahrzunehmen, dass wir schon seit einiger Zeit tatsächlich an Mechanismen arbeiten, wie die Umstellung eines parentalen zugelassenen Impfstoffs geschehen kann auf einen Variantenimpfstoff, der vielleicht entweder eine neue Komponente des Antigens oder Antigen-Gens enthält oder zusätzliche Komponenten. Beide Möglichkeiten sind hier vorgesehen. Und hier gibt es tatsächlich derzeit bereits Gespräche und Vorschläge der Europäischen Kommission zu einer Angleichung der gesetzlichen Regelungen. Und um die kurz zu erläutern, wenn sie durchkommen, werden sie so sein, dass man hier keine Neuzulassung braucht, sondern einfach nur durch eine Typ-2-Variation, das ist also eine etwas gravierende Änderung der bisherigen Zulassung, damit eine Umstellung bewirken könnte. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Das vereinfacht das Verfahren sehr und bedeutet, dass bei umgestellten Impfstoffen dann nicht eine Neuzulassung da sein muss. Herr Psychotech, können Sie kurz erklären, was Sie mit dieser Typ-2-Variation meinen? Was ist dafür nötig? Was müssen die Forschenden noch einrichten? Ja, das will ich gerade erläutern. Da gibt es nämlich inzwischen ebenfalls ein Papier des Ausschusses für Humanarzneimittel, das entwickelt wird. Und ich bin nicht sicher, ob es schon zur Konsultation veröffentlicht wurde. Aber ich habe darüber genauere Kenntnis. Wir haben ja daran gearbeitet als Paul-Ehrlich-Institut. Das sagt im Wesentlichen, muss die Herstellung genauso verlaufen wie bei dem parentalen Impfstoff. Und es muss Konsistenz gezeigt werden. Das sind kleine Änderungen, die da demonstriert werden müssen. Nummer zwei, es muss keine neuen nicht-klinischen Untersuchungen, zum Beispiel am Tier, geben. Und Nummer drei, es beschränkt sich darauf, dass an einer limitierten Studie mit sicherlich nicht Zehntausenden oder Tausenden Probanden, sondern eher weniger, nochmal gezeigt wird, dass der umgestellte Impfstoff gegenüber den Varianten ungefähr genauso wirksam ist, wie der Originalimpfstoff gegen die herkömmlichen Varianten gewirkt hat.
Und das kann man machen, nicht indem man hier wirklich Wirksamkeit zeigt, sondern indem man ein Immunobridging durchführt, das heißt, sich darauf bezieht, dass die Neutralisationstiter, die erreicht werden, genau diese Qualität haben, die ich beschrieben habe. Und das sind große Vereinfachungen. Das bedeutet, dass man vom regulatorischen Verfahren her und von der Entwicklung her solche Sachen in wenigen Wochen bis Monaten geleistet werden können. Und ich habe jetzt die Eingangsstatements von Herrn Fein gehört, nicht von Marilyn Addo, aber ich vermute mal, dass die erläutert haben, dass ja zumindest bei den RNA-Impfstoffen wir immer von den Herstellern gehört haben, dass eine Umstellung des Konstrukts innerhalb von 6 Wochen möglich ist, die weitere Herstellung von schon Millionen Dosen innerhalb weiterer 6 Wochen. Und man kann ja in der Zeit auch schon diese limitierte klinische Prüfung beginnen und durchführen, um dann regulatorisch gewappnet zu sein. Das heißt, von unserer Seite sind hier die Weichen gestellt oder werden gestellt und es wird hier sehr große Vereinfachungen geben, die uns erlauben, in relativ kurzer Zeit zu neuen Impfstoffen zu kommen, die auch gegen die Varianten schützen könnten, die herkömmlichen bisher nicht schützen können. Trotzdem nochmal meine Hauptmessage, das geht alles einfach, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen, den ich im Moment noch nicht definieren kann. Aber im Moment weiterimpfen ist auf jeden Fall wichtig, denn wie Herr Schein das auch gesagt hat, es geht ja darum, dass wir mit den Impfstoffen eine polyklonale Antikörpererzeugung erreichen, auch eine T-Zell-Antwort. Und das sind gute Grundlagen, zu einem gewissen Schutz auch gegenüber neuen Varianten zu kommen. Danke erstmal. Kurze Nachfrage, ab wann werden voraussichtlich diese neuen Regeln gelten? Das kann ich noch nicht so sagen. Da wird gerade diskutiert darüber, dass das passiert. Aber man kann sich darauf einstellen, dass die Entwicklung schon jetzt in der Richtung geplant werden können. Dann möchte ich Herrn Schein und Frau Addo fragen, wie hoch schätzen Sie denn die regulatorischen Anforderungen ein, die Herr Psychotek gerade erklärt hat? Also wir halten das für angemessen. Das ist im Grunde, ergibt sich das aus den existierenden GMP-Richtlinien. Es gibt auch ja eine Art Vorcase mit Influenza-Impfstoffen, die ja nach einem ähnlichen Prinzip, dass man als Impfstoffhersteller einmal zeigt, dass man diesen Prozess im Griff hat, ja, und dann die Möglichkeit hat, jedes Jahr einen anderen Impfstoff herzustellen. Und wo es sicherlich Unterschiede gibt, ist dann bei den Definitionen, was heißt denn eigentlich vergleichbar? Ja? Wie stark muss man, wie groß muss das sein? Wie viel Abweichung ist erlaubt? Und wo es sicherlich auch Diskussionsbedarf gibt, ist, wie weit darf man dann von den originären Konstrukten abweichen? Ja? Weil im Prinzip wissenschaftlich kann man da sicherlich ein breites Spektrum an Ideen generieren und man muss sich aber das Korsett, was man quasi durch den ersten Prozess sich erarbeitet hat, muss man dann auch gucken, dass man innerhalb dieses Korsetts bleiben kann und nicht zu weit rauskommt. Also das ist etwas, was dann in Gesprächen und im Dialog erarbeitet wird. Und meistens geht es da nicht um das Ob, sondern wie so etwas umgesetzt werden könnte. Frau Addo, wollen Sie dem noch was hinzufügen? Schein hat ja schon das Wesentliche schon gesagt. Ich würde vielleicht noch dazu fügen, was auch sich an Herrn Zitutek anschließt. Also was, glaube ich, für die Wissenschaft insgesamt der große Auftrag ist jetzt im Kontext von 3 zugelassenen und hoffentlich bald noch 3 zugelassenen Impfstoffen ist, wirklich zu definieren, was sind denn die Immunkorrelate. Wir gucken uns momentan die neutralisierenden Antikörper an, bewerten auch die T-Zell-Antwort, aber das sind, glaube ich, diese Bridging Correlates. Also wir müssen die Zeit nutzen, jetzt das besser zu verstehen, um das dann in diesen regulatorischen Prozess mit einfließen zu lassen. Ich finde das großartig, dass wir jetzt schon im Grunde genommen, während wir gut wirksame Impfstoffe, sichere Impfstoffe verimpfen, schon planen, wie der nächste Schritt aussehen kann. Und
das, was gerade skizziert wurde, also eine Timeline, die 6 Wochen zur Herstellung und 6 Wochen zu, also 6 Wochen zum Konstrukt, 6 Wochen zur Herstellung plus halt eine klinische Studie, das ist wirklich ein sehr angemessenes und doch hoffnungsvolles Prozedere, das ja uns auch relativ schnelle Reaktionstimelines ermöglicht. Zumal wir ja, es ist ja nicht so, dass wir morgen jetzt schon einen neuen Impfstoff haben müssen, sondern wir beobachten ja, wie das in der Welt sich gerade entwickelt, welche neuen Varianten oder Variants of Concern auftauchen und haben ja da, wir sehen das jetzt sehenden Auges. Und insofern, glaube ich, haben wir hier dann ganz gute Tools, Schritt zu halten mit der Pandemie oder den eventuell notwendigen Veränderungen der Impfstoffe, wenn sie denn gemacht werden müssen. Genau, was wäre denn der Punkt, an dem dann eine Änderung stattfinden würde? Also man beobachtet die auftretende Mutation, man guckt, ob die Seren, ob die Impfstoffe molekular oder im Labor zumindest noch wirksam sind. Welcher Moment wäre das zu sagen, dass man die Impfstoffe, die man weiterentwickelt, tatsächlich dann zur Zulassung bringt und da rein investiert? Ja, um es pauschal zu sagen, wäre das ein Moment, bei dem tatsächlich die Wirksamkeit im Feld, die Effektivität der vorhandenen Impfstoffe, die genutzt werden, stark zurückgeht und man da starken Einbruch vernimmt. Aber wann genau, hängt auch davon ab, wie die neuen Impfstoffe sein werden, um nochmal die Fragen zu beantworten. Also ich glaube, wir haben jetzt ein Framework und bei der Frage, was für ein Immunkorrelat ist, die momentane Antwort natürlich neutralisierende Antikörper, die man beim Immunobridging verwenden kann. Für das Bridging, das gibt allen, glaube ich, schon mal eine große Sicherheit. Und dann wird sich ja die Frage stellen, wenn ich jetzt das neue Konstrukt benutze, wie stark hat das auch eine cross-neutralisierende Wirkung gegenüber den herkömmlichen Varianten, solange wir noch ein Gemisch von zirkulierenden Varianten haben, die sowohl die neuen als auch oder bestimmte neue als auch die herkömmlichen einbeziehen. Das muss man dann von den Impfstoffeigenschaften so ein bisschen ableiten. Und da möchte ich noch einen Punkt bringen. Wir sind ja im Moment dabei, überhaupt erstmal Deutschland, die EU und die Welt mit Impfstoffen zu versorgen und haben dann natürlich versucht, schon alle Herstellungskapazitäten so weit möglich auszunutzen. Genau dieselben Herstellungskapazitäten würden ja dann benötigt, um adaptierte oder umgestellte Impfstoffe herzustellen. Und das dann eher eine Frage an die Hersteller, wie damit umgegangen werden kann. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ja, also es ist ganz einfach so, es gibt noch keine Antwort darauf, weil wir mehrere Sachen lernen müssen. Zum einen tatsächlich, wie veränderte Wirkstoffe wirken und auf der anderen Seite auch weil die Situation noch ein bisschen unübersichtlich ist. Es sind ja unterschiedliche Virusvarianten unterwegs und es ist unklar. Momentan haben wir ein Mischbild. Ja? Und was wir ja auch nicht wollen, ist, dass wir einen Impfstoff gegen eine Mutante machen und der Wildtyp aber dann nicht ausreichend neutralisiert wird. Also ich glaube, das Wesentliche ist eigentlich, dass wir momentan nicht in einer Situation sind, wo wir enormen Druck haben, einen Impfstoff zu wechseln. Also das Erste, was wir überhaupt zum Beispiel erwägen, ist, wenn wir sehen sollten, dass eine Variante zunehmend schwächer neutralisiert wird, wäre eine Möglichkeit, einfach einen weiteren Boost zu machen. Dadurch kriegt man deutlich höhere Titer. Und was wir zumindest im Labor beobachten, ist, dass je höher der Titer ist, umso weniger ist der Unterschied in dem Abfall, Titerabfall gegen die Variante. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, mit denen man reagieren kann. Und das wird eine neue Wissenschaft werden. Also die Variantenanpassung ist, wenn Sie so wollen, eine neue Wissenschaft für dieses Virus, wo die gesamte Community dann auch mitwirken muss. Das sind die Wissenschaftler, das sind die Kliniker, das sind die Epidemiologen. Das ist eine spannende Geschichte. Aber kein Grund, jetzt momentan nochmal jetzt große Concerns oder Bedenken zu haben, ne? Dass wir was verpassen. Ugo, kann ich noch hinzufügen, ein weiterer Aspekt wird ja auch sein, dass wir verschiedene Impfstoffprodukte haben. Im Moment ist ja die klare Maßgabe, immer die Impfung beenden mit demselben Impfstoffprodukt. Das haben jetzt in UK aber
klinische Prüfung begonnen, wo nachgesehen wird, kann man auch verschiedene Kombinationen zum Prime und Boost nehmen. Ähnliches ist für Deutschland und Europa geplant. Das ist ein Teil dieser Wissenschaft oder dieses Feldes, das du beschreibst, glaube ich. Sie sagen, Ähnliches ist geplant. Also sind auch Studien in Deutschland geplant, die sich solche Kombinationen angucken? Es gibt wissenschaftliche Beratungen, die wir dazu durchgeführt haben. Genaueres kann ich nicht sagen, da bin ich zur Vertraulichkeit verpflichtet, aber ich will das Signal geben, dass hier sicherlich daran gedacht ist, sich nicht nur auf eine Studie im Vereinigten Königreich zu verlassen, sondern es muss ja auch geguckt werden, kann man zum Beispiel RNA-Impfstoffe mit bestimmten Vektorimpfstoffen und welche sind das kombinieren und so weiter. Und dieses Boostern hat damit zu tun. Genau, in verschiedenen Entwicklungsprogrammen ist das durchaus vorgesehen. Und also es ist jetzt am Donnerstag eine große COVAX-Briefing, CP-Meeting geplant. Da ist auf der Tagesordnung ein Tagesordnungspunkt, es nennt sich auch schönerweise Mix and Match. Also das ist sicherlich ein Ort, wo sich viele hinbewegen und da werden wir noch sehr spannende Ergebnisse und eine wissenschaftliche Reise begeben, insofern ist das sicherlich da, wo die Zukunft hingeht. Ich erlebe es hier halt häufig auch momentan in der Diskussion, mit welchem Impfstoff lasse ich mich jetzt impfen. Das relativiert natürlich auch, es ist nicht so, dass wenn man mit einem Impfstoff jetzt seine Impfreise beginnt, dass das andere Impfstoffe oder andere Impfstoffkategorien ausschließt in der Zukunft. Also das sollte man vielleicht auch nochmal transportieren. Ich möchte noch mal was nachfragen zu dem Zulassungsverfahren. Die EMA hat ja ein Zulassungsverfahren für neue Impfstoffvarianten, für die Variantenimpfstoffe eingeleitet und es wird es geben. Und ist es denn auch denkbar, dass die EU-Länder dann einzeln entscheiden zugunsten der Schnelligkeit? Herr Psychotech, die Frage geht, glaube ich, vor allem an Sie. Das ist eigentlich eine klare Frage, die schon unser Gesundheitsminister beantwortet hat. Er hat sich bisher immer auf die europäische Zulassung verlassen, von ordentlicher Zulassung gesprochen, weil das natürlich im EU-Sinne zur Pandemiebekämpfung der richtige Weg ist. Es gibt den einzelnen Mitgliedstaaten immer die Möglichkeit, Impfstoffe national zuzulassen. Ob das der richtige Weg ist, müssen die einzelnen Staaten entscheiden, das ist deren Angelegenheit. Aber die wissenschaftlichen Fragen, die sich stellen, auch die verfahrenstechnischen, sind da eigentlich dieselben. Und ich glaube nicht bei dem Verfahren, das ich beschrieben habe, dass das Verfahren jetzt besondere Bottlenecks enthält, sondern, glaube ich, sehr angebracht ist, eine sehr schnelle Verfahrensweise vorschlägt und das wahrscheinlich bei den Entscheidungen von nationalen Arzneimittelbehörden in Europa nicht viel anders ausfallen würde. Das heißt, schneller in dem Sinne kann es eigentlich, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, kaum gehen. Und wissenschaftlich wäre der einzige andere Weg, man sieht von Daten, die wir meinen, unbedingt notwendig sind zur Sicherheit und Wirksamkeit, auch umgestellter Impfstoffe ab. Und geht einfach blinden Auges drauf zu. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Eine Frage an Sie nochmal, Herr Schalin, als Entwickler. Gibt es Hinweise darauf, dass man bei den mRNA-Impfstoffen nicht unendlich mit weiteren angepassten mRNA-Impfstoffen quasi drauf impfen kann? Also, dass man immer wieder nochmal eine Impfung gibt, die ein bisschen angepasst ist an neue Varianten? Und würde man bei nächsten Impfstoffkandidaten andere Zielregionen zum Beispiel als das Spike auswählen, zum Beispiel das N-Protein? Und wenn nicht, warum nicht? Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass mRNA-Impfstoff jetzt nicht zum Boost eines anderen Impfstoffs genutzt werden kann. Also mRNA-Impfstoffe haben einen wesentlichen Vorteil, dass sie nämlich das Protein oder das Antigen selbst nicht sichtbar ist und man ein Lipid-Nanopartikel appliziert, welches dann erst in der Zelle das Antigen macht. Also damit wird das Abfangen des Impfstoffs durch vorexistierende Antikörper die Wahrscheinlichkeit reduziert. Also da gibt es keinen Anhaltspunkt und ich gehe davon aus, dass das auch umgekehrt funktionieren würde, dass wenn jemand erstmal einen mRNA-Impfstoff bekommen hat, dann auch einen Vektor-Impfstoff bekommen kann. Vektor ist eine andere Geschichte. Also das ist etwas, was schwieriger sein kann, aber da gibt es publizierte Literatur.
Der zweite Teil der Frage war, was war die, der zweite Teil der Frage? Bitte? Andere Antigene. Ja, also, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass natürlich kann man andere Antigene verwenden, aber man muss halt sehen, dass das Spike-Protein bisher das einzige Protein ist, welches wirklich die Aufnahme des Virus bedingt. Und die anderen Proteine zwar auch targetiert werden können, aber nicht direkt involviert sind in den Aufnahmemechanismus. Wenn man gegen andere Proteine immunisiert, dann könnte das zu T-Zellantworten führen, die dann auch wieder einen Vorteil haben könnten. Ja? Aber das macht den Impfstoff dann auch wieder ein bisschen komplexer. Dementsprechend, man kann sehr viel machen. Ja? Und die T-Zell-Komponente ist sicherlich eine wichtige Komponente im Immunschutz. Aber man würde ungern auf eine Spike-Komponente verzichten, weil das ist der zentrale Angelpunkt des Virus. Wenn man das nicht abgedeckt hat, dann hat man schon mal eine Komponente verloren, die sehr wichtig ist. Jetzt gibt es ja noch andere klinische Studien, die von BioNTech Pfizer laufen, zum Beispiel mit dem Impfstoff BNT162b3. Da geht es, glaube ich, um die Rezeptorbindedomäne, die sich in der Membran verankert. Das ist ja schon ein anderer Ansatz, oder? Wie steht das? Wir haben ja verschiedene Ansätze getestet. Als wir unsere Entwicklung begonnen haben im Januar, war gar nicht klar, welches Protein und welche Domäne oder welcher Teil des Spike-Proteins besonders geeignet ist für eine Impfentwicklung. Und wir hatten auch RBD-Domänen-Varianten, eine sekretierte Rezeptor-Binding-Domäne, auch eine Transmembran verankerte, beide dann auch als trimere Strukturen. Und wir haben gesehen, dass diese äquivalente Antikörperantworten induzieren. Und beide auch T-Zellen induzieren. Aber die komplette Spike-Protein-Variante hat den Vorteil, dass die zusätzliche T-Zell-Epitope hat, die in der kleinen Domäne nicht vorhanden sind. Und wir glauben, dass vor allen Dingen die CD8-Immunantwort noch eine ganz wichtige Komponente für den Langzeitschutz darstellt. Dementsprechend haben wir uns für den Full-Spike entschieden und die anderen Varianten helfen uns sicherlich, unseren Impfstoff in Zukunft noch ein bisschen besser zu machen. Aber so als Grundplan ist Full Spike gesetzt und dann kann man noch schauen, wie man das noch ein bisschen ändert. Frau Addo, Sie haben gerade von dieser Mix und Match, dem Ansatz gesprochen. Könnte es denn beim Nachimpfen zu Problemen durch die Vektorimmunität, also durch die Vektorimpfstoffe kommen? Könnten da starke Impfreaktionen auftreten, wenn man dann vielleicht auch einen mRNA-Impfstoff anschließend gibt? Können Sie das absehen oder abschätzen? Also Sie meinen es in der Kombination? Mhm. Also dazu laufen ja derzeit Studien, da werden wir sicherlich zeitnah auch die Sicherheitsdaten dazu erhalten. Aber grundsätzlich würde man jetzt kein anderes Spektrum der Nebenwirkungen, also wenn Sie jetzt sagen, Vektor zuerst und dann mRNA oder umgekehrt, also würde man zumindest anhand der Immunantwort jetzt keine ungewöhnlichen Nebenwirkungen erwarten. Das würde ich jetzt mal nicht so sehen. Aber wie gesagt, dazu laufen ja derzeit schon Studien und die Daten werden wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Genau, weil die Überlegung ist ja auch jetzt mehrere Antigene quasi mit zu verpacken oder vielleicht nicht einen Impfstoff herzustellen, der immer wieder angepasst werden muss auf auftretende Varianten, sondern vielleicht einen Impfstoff, der quasi zukünftig ganz viel abdecken kann, sodass man nicht immer wieder anpassen muss. Gibt es da schon Konzepte, die in der Überlegung oder in der Erforschung sind, wie man vielleicht mit so einem universellen Impfstoff das abfangen kann? Gerne an Sie, Frau Addo oder Herr Schein. Wir können ja mal anfangen und dann können die Kollegen ja noch dazu.
diskutieren. Also sicherlich ist das ja nicht nur in der Impfstoffentwicklung, sondern auch in der, also wenn es um antivirale Substanzen geht, würde man sich wünschen, ein Broadband antivirale Substanz zu haben, genauso wie wir Broadband Antimicrobials haben. Aber also theoretisch sind solche Konzepte schon angedacht. In meinem Kenntnisstand gibt es jetzt noch keine konkreten Entwicklungsprogramme in diese Richtung. Und man muss ja auch sagen, die Kapazitäten, also zumindest zu dem, was ich so sehe, Sie sehen ja, wir haben 3 bis 6 Impfstoffe kurz vor der Zulassung. Das ist ja auch, da muss ja auch ganz viel intellektuelle und wissenschaftliche Arbeit reinfließen und Herstellungskapazitäten. Ich glaube, wir sind, also zumindest sind wir momentan durchaus at capacity, was auch jetzt so ein wissenschaftliches Entwicklungsprogramm angeht. Aber das sind natürlich Richtungen, in die wir weiter denken sollten und vielleicht auch in einer postpandemischen Phase oder jetzt schon andenken. Das wäre so vielleicht mein erster Gedanke dazu, aber vielleicht hat Herr Cicutec oder Herr Schahiner noch andere Thoughts. Bitte. Ja, also im Grunde sind diese Konzepte, werden diese Konzepte ja schon sehr lange diskutiert und sie sind sicherlich sinnvoll, wenn konservierte Epitope vorliegen. Und es ist einfacher, T-Zell-Epitope zu nutzen, die konserviert sind, weil man dadurch eben ein größeres Spektrum von Proteinen adressieren kann. Man muss aber sehen, dass die gesamten Coronaviren deswegen halt in unterschiedliche Subfamilien fallen, weil das im Prinzip eine Art Nischenbildung für die Viren sind, damit sie nicht in die Immunantworten hineinfallen, die durch die anderen Coronaviren Viren geschaffen worden sind. Das heißt, es gibt eine ständige Evolution und letztendlich auch die ganzen Virusfamilien sind nichts anderes als eine Art Spezialisierung der Viren, ja, damit sie ihre Wirte haben und damit sie die Möglichkeit haben, noch zu infizieren, wenn der Wirt auch mit einem anderen Familienmitglied eine Vorinfektion gehabt hatte. Das heißt, die Natur wird immer dagegen arbeiten, gegen universelle Impfstoffe arbeiten, aber wir können trotzdem durch intelligente Konzepte sicherlich Impfstoffe entwickeln, die vor einer schweren Krankheit durch andere Viren schützen. Ich möchte vielleicht hinzufügen, wir haben ungefähr 20 Jahre Arbeit reingesteckt, bei den Grippeimpfstoffen sowas zu erreichen wie einen Universalimpfstoff. Und ich will nicht sagen, dass man bei Coronaviren auch 20 Jahre brauchen wird. Ich will nur sagen, was wir daraus lernen können, ist, dass bei den Grippeimpfstoffen das, was im Moment vielleicht am erfolgreichsten, erfolgversprechendsten ist, weiterhin auf Antikörper setzt und da versucht, bei den in den Impfstoffen verwendeten Antigenen neue Gebiete aufzutun, die normalerweise nicht erreicht werden von den Antikörpern. Das heißt, hier hat man bei den Hüllstrukturen so gearbeitet, dass man andere Regionen exponiert, die dann zu neuen neutralisierenden Antikörpern führen, die halt unterschiedlichste Varianten neutralisieren können. Das ist der Weg, der da gegangen wird. Ich hoffe, der steht kurz vor dem Durchbruch. Ich hoffe, bei Coronaviren sind wir etwas schneller, aber das ist sicherlich der Schritt nach dem, der jetzt kommen muss. Die nächsten Impfstoffe werden sicherlich noch nicht universell sein. Ich gehe davon aus, dass sie hoffentlich eine gute Immunantwort gegen neue Varianten geben werden. Und wie diskutiert von Frau Addo und Herrn Schein, werden wir sehen, ob damit auch gesichert werden kann, dass die Immunantwort weiterhin gegen die herkömmlichen Varianten gut ist. Das wäre vorteilhaft. Ganz kurz zu ergänzen, also es laufen natürlich auch sehr spannende Studien zur Kreuzreaktivität, also zwischen den verschiedenen Coronaviren. Wir haben ja jetzt dann dadurch, dass es jetzt die dritte, zumindest mal große Corona, also SARS-1, MERS und SARS-CoV-2, plus die jetzt schon in Deutschland endemischen, also laufen sehr viele Studien, die halt auch sich mit dem Thema Cross-Reaktivität und Cross-Immunität beschäftigen. Da werden wir in den nächsten Monaten auch noch einiges sehen und wir arbeiten da auch fest dran. Frau Addo, werden bei einer möglichen Anpassung der Vektorimpfstoffe auch neue Vektorviren verwendet, um eine Vektorimmunität zu vermeiden? Und würde dies denn dann eventuell die Zulassung erschweren? Und was wäre das Kriterium, um so einen Impfstoff anzupassen? Also es sind ja momentan mehrere virale Vektoren in der klinischen Entwicklung.
Und es gibt ja auch schon zwei zugelassene Vektorimpfstoffe, die so ein Präzedenz geben. Zum Beispiel der Ebola-Impfstoff, der von Janssen oder Johnson & Johnson zugelassen worden ist, ist ja ein heterologes Konstrukt, also Produkt. Der wird zuerst mit einem Impfstoff geimpft und dann mit dem anderen. Es handelt sich hierbei um Adenoviren und eine Modified Vaccinia Ankara. Also das ist durchaus ein Ansatz. Sputnik zum Beispiel hat auch zwei virale Vektoren, AD5, also Adenovirus 5 und Adenovirus 26. Und es sind natürlich auch Diskussionen im Raum, auch virale Vektoren zu kombinieren, also Schimpansen-Adeno mit MVA oder Adenoviren von Janssen ist jetzt auch mit einem Adenovirus, allerdings in der Single-Applikation unterwegs. Also da sind auch noch sicherlich Mix-Match durchaus Konzepte, die vielleicht da auch warten. Aber jetzt momentan sind ja die Studien den singulären Produkten zum Teil noch nicht abgeschlossen und oder gegebenenfalls auch noch nicht mal zugelassen. Also da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Geduld. Aber das Thema Vektorimmunität ist natürlich auch eines, dem wir uns stellen müssen. Und das wird natürlich auch in diesen Studien mit untersucht. Wir haben ja selber Daten zu einem MMR-Impfstoff und konnten sehr gut sehen, dass halt auch bei der dritten Impfung sozusagen sehr hohe Antikörperantworten gesehen werden konnten. Das ist jetzt gerade zur Publikation eingereicht. Und insofern, auch da wird der Kenntnisgewinn noch groß sein. Herr Schein, noch eine theoretische Nachfrage. Ist eine sich aufbauende Immunität gegen die Lipide möglich, die mRNA-Impfstoffe in die Zelle bringen? Das glauben wir nicht, aber das ist etwas, was dann auch getestet wurde. Also Lipide sind üblicherweise in der Konfiguration, in der wir sie nutzen, nicht immunogen. Wir wissen ja, dass wir PEG drin haben. Wir wissen auch, dass sehr viele Menschen Anti-PEG-Antikörper haben, aber wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass dadurch die Immunreaktion beeinträchtigt wird. Und natürlich muss man einfach sehen, was jetzt kommt, wenn wiederholt diese Impfstoffe verwendet werden. Und jede Art von zum Beispiel auch eine Studie, die jetzt einen Boost vorsehen würde, würde dann auch als Studie durchgeführt und da würden wir die Verträglichkeitsdaten sammeln und entsprechend auch transparent formulieren. Herr Schein, wenn ich richtig gehe, müssten Sie wahrscheinlich gleich los, ne? Darf ich Sie ja noch um nochmal so ein Abschlussstatement bitten? Vielleicht, wo geht's gerade hin? Wo guckt BioNTech hin in der Forschung in die Zukunft? Welche Strategien werden verfolgt? Also zwei Sachen. Also das Wichtigste ist wirklich, dass wir zunächst mal ausreichend Impfstoff liefern. Damit alle bis Ende Sommer mit den verschiedenen Impfstoffen geimpft werden können. Das ist absoluter Fokus. Und natürlich machen wir uns Gedanken darüber, vorbereitet zu sein, wenn sich das Virus entsprechend ändern sollte, und machen uns natürlich Gedanken darüber, wie wir den Impfstoff weiterentwickeln können. Und was auch wichtig ist, wenn man weiterentwickeln möchte, man muss ja verstehen, wie das Virus funktioniert, wie die Protektion stattfindet, wie Menschen, die jetzt trotz Impfung vielleicht krank geworden sind, ja, wie die Immunantwort bei denen ausgefallen ist. Und ein ganz wichtiges Ziel ist natürlich auch, unseren Impfstoff verfügbar zu machen für Kinder, dass wir Studien machen, eben auch in Kindern unter 12 Jahren. Unsere Schwangeren-Studie ist angelaufen und Zielsetzung ist eben, Sicherheitsdaten für alle möglichen Probanden bereitzustellen. Auch Studien in Immunsupprimierten möchten wir durchführen, damit wir einfach ein Verständnis generieren können, wie Immunantworten dort aussehen und entsprechende Empfehlungen auch machen können. Alles klar, Herr Fahrschein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier die Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal hoffentlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön, noch schöne Diskussion weiterhin. Danke, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Bitte nicht das Webinar beenden. Oh.
genau, einfach das Browserfenster schließen. Herr Psychotik, Frau Addo, genau, schön, dass Sie noch ein bisschen bleiben können. Wir wollten gerne nach dem Ausblick in die Zukunft auch den JournalistInnen noch ein bisschen die Möglichkeit geben, generelle Fragen zu stellen. Genau, zu Schwangeren, Herr Psychotek, da wird jetzt Studien gegeben, die STIKO empfiehlt es nicht, die STIKO verbietet es nicht oder schließt es nicht aus, aber empfiehlt es auch nicht explizit. Wie ist da jetzt der Punkt, also der Stand? Also der Stand ist von den Studien her, dass wir auch im Feld entsprechend nachgucken werden. Es kommt ja vor, jetzt bei der breiteren Anwendung der Impfungen, dass Schwangere, die von ihrer Schwangerschaft nichts wissen, geimpft werden. Außerdem ist die STIKO-Empfehlung noch etwas komplexer. Die sagt, die Impfung wird nicht generell empfohlen, aber in Einzelfällen kann in Rücksprache mit dem Arzt nochmal erwogen werden, Schwangeren, die aufgrund sonstiger Umstände ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid haben, diese Impfung anzubieten. Und Nummer drei, selbst wenn während der Schwangerschaft geimpft wurde, ist es kein Grund und keine Indikation für einen Abbruch. So lautet die derzeitige STIKO-Empfehlung. Die ist auch sehr vernünftig. Sie verweist darauf, dass wir ja in den klinischen Prüfungen da einfach zu wenig Daten dazu haben, wie das bei der Schwangerschaft verläuft, genauso in der Stillzeit. Ich möchte aber hinzufügen, dass bei einigen Impfstoffen ganz klare Daten im nichtklinischen Bereich, also in Tierstudien, ergeben haben, dass hier keine Auswirkungen auf Schwangerschaft, auf Embryoentwicklung zu sehen waren bei einigen Impfstoffen. Das ist ja schon mal eine grundsätzlich gute Nachricht. Ja, und es wird einzelne Studien geben dazu. Die sind ja angekündigt und wir warten auf die Daten. Das wird dann sicher die STIKO-Empfehlungen ebenso beeinflussen. Und genauso ist das wie von Herrn Schein geäußert bei der Impfung für Kinder und Jugendliche. Das ist, glaube ich, ein guter nächster Schritt, dass man darum geht. Denn das könnte ja wirklich eine Quelle auch sein für die weitere Verbreitung des Virus, gerade dann, wenn die Infektionen symptomlos verlaufen. Und das ist dann der nächste Punkt, der in der Diskussion steht. Wie weit werden die Daten reichen? Das heißt, können wir durch jetzige Impfungen nicht nur eine symptomatische COVID-2-Infektion verhindern, sondern können wir damit auch reduzieren die Weitergabe vom Virus? Und das wäre ein wichtiger Schritt für die Pandemie. Ja, viele Experten raten, dass wegen den Mutationen ja jetzt schnell in die Breite geimpft werden soll. Können Sie für den Impfstoff von BioNTech/Pfizer empfehlen, wegen der Impfstoffknappheit nur eine Dosis zu verimpfen, respektive das Intervall für die zweite Dosis zu verlängern? Vielleicht. Also als Empfehlung würde ich mich immer raushalten, das überlasse der STIKO, aber ich kann sagen, dass man strikt doch im Moment den Zulassungsvorgaben folgen sollte, denn wir brauchen ja gute Evidenz. Wir wollen wissenschaftliche Daten haben, auf denen wir begründen, wie wir weiter vorgehen. Und da ist es ganz klar so, dass bei den drei zugelassenen Impfstoffen klargestellt ist, dass zweimal geimpft werden sollte und dass wie auch der Impfabstand sein sollte, um hier das beste Ergebnis zu erzielen. Frau Addo, aus Ihrer Perspektive, meinen Sie, da ist noch Flexibilität vorhanden? Also ich würde auch Herrn Süßig dazu stimmen, dass wir nach der Evidenz impfen sollten. Und da gibt es ja auch jetzt gerade Daten aus Israel, als nach der ersten Dosis noch 46% infiziert waren, also diese Healthcare-Worker-Studie, und erst nur noch 2% nach der zweiten Dosis. Also ich finde, da sprechen ja sogar die Real-World-Daten auch zugunsten dieses Vorgehens, dass wir jetzt gute Evidenz haben. Und dann davon abzuweichen, finde ich immer sehr schwierig. Dazu gezielte Studien zu machen, was ist das beste Impfintervall zum Beispiel, oder gibt es Szenarien, wo man sich vorstellen kann, dass vielleicht nur eine Immunisierung ausreicht? Und da stelle ich mir zum Beispiel vor, gibt es auch zum Teil jetzt schon sehr gute Daten, wenn wir sagen, neutralisierende Antikörper sind ein gutes Bridging-Korrelat, der gerade Herr Krammer gezeigt, dass Rekonvaleszenten, also Leute, die halt schon Covid durchgemacht haben, wenn man die nochmal impft und nur einmal impft, haben die höhere Antikörperwerte zum Teil als zweimal Geimpfte, die nicht seropositiv waren vorher. Also ich glaube, da wird sich wahrscheinlich noch einiges an der Impfempfehlung oder auch an unseren Daten, an den Daten halt ändern, dass wir vielleicht dann auch nochmal gezielter auf bestimmte Gruppen zugehen können, die vielleicht dann auch nur von einer Impfung profitieren können. Also das
Aber bis dahin sollten wir uns an die Evidenz halten und an die Empfehlungen, die unsere Experten ausgearbeitet haben. Ja, dann hier direkt noch eine Nachfrage an Herrn Psychotek. Ist eine vereinfachte Zulassung auf Basis von Immunkorrelaten, wie Sie es vorhin erklärt haben, auch eine Option für andere Impfstoffe wie von CureVac oder neue Vektorimpfstoffe? Das ist im Moment noch nicht der Trend. Wie sich das entwickelt, kann ich nicht vorhersagen. Ob das dann in der zweiten Jahreshälfte besser wird, wenn wir auch tatsächlich wissen, was das Immunkorrelat für Protektion ist, mag sich das anders darstellen. Aber im Moment werden ganz klar noch Wirksamkeitsdaten verlangt. Das heißt, zwei Gruppen, geimpft, ungeimpft, zählen, wie viele Covid-Fälle vorkommen. Das ist im Moment die Lehrmeinung. Wir haben ja nun gerade schon, oder Sie haben ja gerade schon die Daten aus Israel angesprochen. Aus UK gibt es ja auch erste Daten, Real-Life-Daten quasi, die zeigen, dass ein sehr großer Anteil, also 89% oder 86% der Infektionen nach einer zweiten Dosis verhindert werden konnten. Was bedeuten diese Ergebnisse? Wie schätzen Sie das ein, auch im Hinblick auf die Herdenimmunität? Also vielleicht kann ich anfangen. Von meiner Seite bin ich sehr froh, dass sich insgesamt sowohl hinsichtlich der Wirksamkeit, aber hier möchte ich auch verweisen auf die Sicherheit, sich bewahrheitet, was wir in den klinischen Prüfungen gesehen haben. Und das widerspricht so ein bisschen der manchmal geäußerten Meinung, dass wir hier zu schnell waren bei den Entwicklungen. Es zeigt sich, dass der Weg, zu dem wir auch von Seiten Paul-Ehrlich-Institut geraten haben, gut war, richtig war und das auch mit dem Weg, dass mindestens 10.000 Personen in den meisten Phase-3-Prüfungen zweimal geimpft wurden und da Sicherheit und Wirksamkeit über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen nachverfolgt wurde, der richtige ist. Ich verweise da auf die Sicherheitsberichte auf der Webpage des PI, www.pi.de. Da finden Sie auch periodisch völlige Transparenz hinsichtlich der Verdachtsvermeldung zu Nebenwirkungen, Impfkomplikationen, unserer Bewertung dazu. Und ich kann das zusammenfassen und sagen, die Impfstoffe machen sehr guten Eindruck. Es zeigt sich das, was wir in den klinischen Prüfungen gesehen haben. Die Verträglichkeit, ist sicherlich, sagen wir mal, anders gestaltet als bei den Grippeimpfungen. Die Diskussion haben wir. Das heißt, wir sehen das insbesondere bei Jüngeren, manchmal bei Erst-, manchmal bei Zweitimpfung doch sehr starke Impfreaktionen da sind, aber die sind die üblichen, die gehen auch nach 3 bis 5 Tagen wieder weg und wir haben bei den anderen Nebenwirkungen eigentlich keine neuen Signale und das sind sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, auf die wir gucken, die so am Rande sind zwischen normaler Inzidenz in der Bevölkerung, vergleichbar mit der Inzidenz, die wir sehen nach Impfung. Das ist, glaube ich, das wichtigste Signal. Die jetzigen zugelassenen Impfstoffe sind sicher und sind zuverlässig in der Wirksamkeit. Und wir kriegen die Daten, die wir in der klinischen Prüfung erhoben werden, eigentlich momentan zumindest im Feld genauso. Und das ist gut. Frau Addo, können Sie noch mal einschätzen, die Daten, die da jetzt aus Israel und Großbritannien gekommen sind? Ja, also die israelische Studie war ja eine Retrospektive, aber auch da hat sich, also wir haben ja lange gewartet auf die Daten, ist auch ein Schutz vor asymptomatischer Infektion, also asymptomatischer Infektion gegeben. Und das sind ja jetzt die ersten Daten, die das, jetzt meine die ersten Zahlen suggerieren. Und wenn diese Zahlen so stimmen, dann sind ja wieder im Bereich noch von Preprint oder noch nicht mal im Preprint zum Teil Daten, also die müssen wir sicherlich noch mal sehr kritisch oder bewerten, auch wenn wir sie halt vollständig zur Verfügung stehen haben. Aber das, was zumindest jetzt sehr transportiert wird, also ein 89-prozentiger Schutz vor Infektion, das ist ja eigentlich mehr, nochmal wieder mehr, als wir vielleicht erhofft hatten. Und wenn wir natürlich auch auf die Infektiosität, also auf den Schutz vor Infektion, nicht nur auf den Schutz vor Erkrankung, Einfluss nehmen können mit dem Impfstoff, dann ist es natürlich ein ganz wichtiger Schritt auch fürs Infektionsgeschehen. Momentan, wenn wir halt impfen in älteren, also momentan in Deutschland zumindest, impfen wir noch in sehr hohen Altersklassen oder in hochexponierten und versuchen ja Todesfälle, schwere Erkrankungsfälle, Intensivaufenthalte etc. Zu reduzieren, um das Gesundheitssystem zu schützen. Und bisher war noch nicht klar gegeben, dass tatsächlich auch ein Einfluss auf die Infektionsraten sind. Aber wenn jetzt halt auf die Infektionen zurückgehen durch die Impfen, was wir natürlich auch erhofft haben, das ist ja, also unsere normalen Impfstoffe, die nicht sich respiratorischen Erregern
widmen müssen, die machen dann natürlich einen Schutz vor Infektionen. Hafer zum Beispiel, ne? Das ist eine gute Infektion abgeschützt. Und wenn wir zur Infektion schützen können, dann können wir natürlich auch ganz anders das Infektionsgeschehen beeinflussen und dann halt mit mehr Impfung auch das Infektionsgeschehen weiter nach unten treiben und hoffentlich dann noch schnell aus der Pandemie uns befreien. Das sind also wirklich ganz wichtige Daten. Wie gesagt, das ist jetzt ein Impfstoff, der das jetzt mal sehr deutlich gezeigt hat. AstraZeneca hat in der Zulassungsstudie auch Daten gezeigt, da wo ungefähr der Schutz vor asymptomatischer Infektion auch liegen könnte. Und das ist wirklich ein sehr hoffnungsvolles Zeichen. Ich möchte noch mal ein bisschen auf zukünftige Konzepte eingehen. Es gibt Impfstoffkandidaten, die über die Nase appliziert werden. Wissen Sie, wie weit da Impfstoffe schon in der Erprobung sind? Und wenn das funktioniert, ist das nicht vielleicht sogar effektiver, leichter und anwendbar? Also Nasalimpfstoffe sind da im Trend. Zum Beispiel bei Influenza haben wir die ja entwickelt. Da geht es darum, dass man lebend attenuierte Viren, also abgeschwächte Viren, nimmt dazu. Das ist bei Coronavirus sicher nicht der Trend, weil wir dazu zu wenig verstehen. Es gibt aber sicherlich Konzepte zu bedingt vermehrungsfähigen Vektorimpfstoffen, wo Ähnliches denkbar ist. Großen Trend erkenne ich da bisher noch nicht, aber rein theoretisch wäre das denkbar, dahin zu gehen. Aber das ist ja wirklich momentan. Thema ist, wie Herr Schein das genannt hat, wir brauchen viel Impfstoff, wir brauchen gut wirksame Impfstoffe, die jetzigen schaffen das sehr gut, vor Covid zu schützen. Das ist der erste Schritt, den wir machen müssen. Wir müssen uns dann auf neue Varianten einstellen. Und das ist, wo es hingeht. Und nochmal zur Betonung, ich sehe im Chat ab und zu Risikodiskussionen, die Risiken derzeit mit den Impfstoffen bei der Anwendung auch von mehreren Millionen Impfungen allein in Deutschland sind sehr, sehr gering. Und am Rande dessen, was wir als Hintergrundinzidenzen haben, wenn es um schwerwiegende Nebenwirkungsmeldungen geht. Und ansonsten sind die Impfstoffe unbedenklich von sehr guter Sicherheit und Effektivität. Das ist sozusagen mein Abschlussstatement. Auch für mich ist jetzt leider Ende. Ich bedanke mich sehr für die Teilnahme, auch für die vielen Fragen. Aber ich muss jetzt tatsächlich noch ein bisschen Impfstoffregulation betreiben. Alles Gute. Herr Psychotek, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihnen auch noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Frau Adu, dann wollte Sie fragen, ob Sie dem noch was hinzuzufügen haben, der Erprobung alternativer Konzepte. Also ich kenne sogar auch Impfstoffentwicklungsprogramme, die sich auch mit einer intranasalen Applikation beschäftigen. Da sehen die präklinischen Daten in Mäusen total interessant aus. Also ganz, es wird aus der Universität Hannover entwickelt, aber wir sind natürlich sehr weit noch in der Präklinik. Also das sind natürlich auch alles Konzepte, die man jetzt erproben kann in diesem Kontext oder schon mal weiterentwickeln kann. Die werden vielleicht nicht mehr in dieser Pandemie zum großen Einsatz kommen, aber vielleicht in der nächsten. Also ich glaube, das ist ja schon auch etwas, worauf wir uns halt vorbereiten müssen. Wir hoffentlich kriegen das nicht alle 10 Jahre so eine Jahrhundert-Pandemie, aber das in Zukunft auf uns zukommen wird in irgendeiner Art und Weise, weil es der dritte größere oder schwerwiegendere Coronavirus-Ausbruch. Ich hatte eben schon mal erwähnt, SARS, MERS und jetzt SARS-CoV-2 innerhalb von 20 Jahren. Also es ist nicht davon auszugehen, dass so etwas nicht nochmal auftauchen kann. Und alles, was wir jetzt lernen, auch Entwicklungsprogramme, die vielleicht nicht zur Zulassung kommen, werden einen Wissensbeitrag leisten zur nächsten Pandemie. Wir haben natürlich den Auftrag, diese Daten auch zusammenzuführen und zu sagen, diese verschiedenen Impfstoffkonstrukte oder Strategien haben für verschiedene Gruppen besser oder schlechter gewirkt und dann halt müssen wir diese Informationen mit in unser nächstes Entwicklungsprogramm mit reintragen. Und intranasale Applikation ist durchaus eine, die ja wie gesagt schon bei Influenza auch eine Rolle gespielt hat und präklinische Daten gibt es dazu auch in SARS-CoV-2-Vaccine-Entwicklungsprogramm. Genau, ich habe jetzt noch eine spezifischere Frage an Sie und dann komme ich auch zum Abschluss. Was erwarten Sie von dem Novavax-Vaccin? Vielleicht ein risikoärmerer Impfstoff für Kinder und Schwangere? Könnte das sein?
Also das kann ich jetzt noch nicht so bewerten. Also ich finde es auch schwierig, jetzt zu diesem Zeitpunkt halt jetzt schon so Vergleiche anzustellen. Wir haben wahrscheinlich bald 6 Impfstoffe und wenn da genug Daten zur Verfügung stehen, dann sollten wir die auch kritisch nebeneinander vergleichen. Aber ich würde mich jetzt da nicht hinreißen lassen zu einer Äußerung in der Richtung. Also der hat ja eine sehr gute Wirksamkeit gegen Wildtyp, über 90%. Und es scheint, sagt das eben schon, so 86% gegen B.1.1.7 und ein bisschen vermindert gegen die südafrikanische Variante. Also sicherlich vielversprechend. Ist ja der einzige, wir haben ja sonst nur mRNA- und Vektorimpfstoffe und das ist der einzige, der jetzt auf einer traditionelleren Plattform sich dargestellt hat in den Daten, die uns bisher zur Verfügung stehen, wurden zumindest keine großen Sicherheitsbedenken genannt. Aber es gibt ja auch, man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch für die viralen Vektoren auch schon aus anderen Indikationen, zum Beispiel der Chimpanzee-Adenovirus war schon in Malaria- und Tuberkulose-Studien in Babys. Ne? Also das muss man halt dann mal zusammentragen, wie viele Daten gibt es für welche Impfstoffplattform aus verschiedenen anderen Indikationen, nicht nur für SARS-CoV-2 und dann muss man das zu einem anderen Zeitpunkt, glaube ich, nochmal vergleichen, bewerten. Ich denke, das ist jetzt zu früh. Gut, dann möchte ich auch mit Ihnen zum Abschluss kommen. Wie sieht denn Ihr Blick in die Zukunft aus? Wie gehen wir zukünftig mit SARS-CoV-2 um? Glauben Sie, dass wir vielleicht wie bei der Grippe bald nur noch einmal pro Jahr oder dass wir wie bei der Grippe einmal pro Jahr impfen werden müssen? Oder sieht die Zukunft in Ihren Augen anders aus? Was glauben Sie? Also Zukunft ist ja ein ganz komisches Konzept geworden in dieser Pandemie, weil sich ja das Tempo, in dem sich halt die Situationen entwickeln, so unglaublich rasant ist, dass ja man sich kaum traut, einen Blick in 2 Monate zu werfen, also geschweige denn halt in das nächste Jahr im Grunde genommen. Wir müssen jetzt, glaube ich, sehr engmaschig beobachten, wie verteilen sich, also was macht die Surveillance der neuen Varianten, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil halt auch, wenn es kein hohes Infektionsgeschehen gibt, dann gibt es auch weniger Mutationen. Also wir können es dann tatsächlich auch die Entstehung von neuen Mutationen damit bremsen und Impfstoffe werden hoffentlich da auch einen Beitrag zu leisten. Und dann müssen wir uns vielleicht auch gar nicht diesem Thema neue Mutationen so dramatisch stellen. Aber damit das halt auch tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt so ist, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass Impfstoff auch außerhalb der Industrienationen verteilt wird, weil sonst kommt das Problem auf uns zu, weil es halt wieder eingetragen wird. Spielen noch sehr viele Faktoren eine Rolle, glaube ich, bis wir halt bewerten können, wie sieht eigentlich unser neues postpandemisches Leben mit SARS-CoV-2 aus. Also dieses Jahr sind wir noch mittendrin, auch wenn wir im Herbst vielleicht andere Situationen haben, aber was jetzt so die Routine wird, das können wir erst ab 2022 frühestens bewerten und ich bin aber zuversichtlich mit den Tools, die wir jetzt haben und dem, was halt auch jeder Einzelne im Grunde genommen beitragen kann, dass wir wirklich auf einem guten Weg aus der Pandemie raus sind und hoffentlich in einem Jahr ganz anders sprechen über die Situation in Deutschland. Ja, danke, Frau Addo. Das waren wirklich nochmal sehr wichtige Aspekte hier in diesem letzten Statement. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich auch an alle Journalistinnen und Journalisten. Ich entschuldige mich nochmal für die technischen Probleme am Anfang. Trotz einem Jahr digitalen Pressbriefings kommt es immer nochmal zu solchen Ausfällen. Tut uns sehr leid. Wie gewohnt werden wir das Video relativ schnell innerhalb der nächsten Stunden bei uns auf der Website verfügbar machen und auch das Transkript werden Sie spätestens morgen auf unserer Webseite finden können. Vielen Dank auch für die Fragen und Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Tschüss, Frau Addo. Tschüss, vielen Dank.